So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen immer noch Day of the Tentacle. Was? Wie soll es auch anders sein? Und wir müssen mit Hogi mal runtergehen zum Klo. Wir brauchen nämlich, und zwar, ich verrat's nicht. Ich sag jetzt nicht, was ich gerade weiß, was ich machen muss, sondern ihr könnt mal überlegen. Überlegt einfach mal ganz kurz, was fehlte denn bei dem guten toten Cousin Ted im Vergleich zu Dr. Fred, der da auf der Trage lag oder auf dem Bett lag. Na? 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 Richtig. Also ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Die rote Farbe. Wir schmeißen die mal ins Klo und wechseln direkt zurück zu Bernard. Wir müssen ja natürlich jetzt rein, müssen die erstmal holen. Bisschen umständlich immer das Ganze. Aber so können wir ihn vor der Steuerfahndung hoffentlich bewahren. Ja, ja, komm, geh. So, wir nehmen die rote Farbe. Und, oh Gott, diese Wege. Diese Wege. Da muss man sagen, sind die Wimmelbildspiele mittlerweile ja doch schon ein bisschen bequemer mit den Karten, wo man einfach so hin und her reisen kann. Aber ich tatsächlich, also mal abgesehen von diesem Wimmeln, würde ich fast sagen, entspricht das hier ungefähr dem Vorgänger eines Wimmelbildspiels. Kann ich das Seil eigentlich... Ja, können wir auch gleich gucken. So, einen Moment. Die rote Farbe benutzen wir mal mit dem Cousin. So, dann gibt Dr. Fred an... Nein, benutze Dr. Fred mit Ted. Au! Ich dachte, da war etwas. Nein. Alles in Ordnung da drin? Ja, ja. Alles okay. Alles in Ordnung. Versuch einfach leise zu sein, okay? Ja, ja. Ja, ja. Ich versuche leise zu sein. So. Dieses Grinsen. Können wir das Seil mit Dr. Fred benutzen? Oh Gott, ich will nicht wissen, wo es festknotet. Ich will nicht wissen, wo es festknotet. Aber Moment, wie kriegen wir den denn jetzt, wenn wir da dran ziehen, dann müssten wir ihn doch eigentlich rausziehen. Oh, Bernard, das... Den Fehler mache ich nicht noch einmal. Au! Oh, das tut doch weh, wenn ich... Also, das tut ja schon vom Zuschauen weh. Der arme Dr. Fred. Uff. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred! Ich bringe ihn besser ins Labor. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und vielleicht sollten wir ihm dann ein bisschen Kaffee... Jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos. Ja, ist doch ganz einfach. Guck mal, Bernard, du nimmst einfach hier den Kaffee und gibst... Ich könnte ihm das Zeug ins Gesicht kippen. Nee, können wir nicht seinen Mund aufmachen irgendwie? Besser nicht. Ah, oh, Entschuldigung. Moment, hatten wir nicht einen Trichter? So. Etwas unorthodox, aber es sollte funktionieren. Oh, der heiße Kaffee voll in... Oh. Verdammt guter Kaffee! Ja, Kaffee ist auch wichtig. Über Kaffee macht man keine Witze. So, und jetzt haben wir ja noch hier den Vertrag. Und können wir den jetzt an... Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Nein. Sei nicht so unfreundlich. Können wir den vielleicht einfach an die To-Do-Liste... Besser nicht.
Okay, ich dachte, wir könnten den vielleicht einfach an die To-Do-Liste hängen und dann muss er es ja machen, weil das ist ja die To-Do-Liste. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Natürlich. Deswegen denke ich doch schon die ganze Zeit darüber nach. Ja, ich aber habe keine Zeit zum Lesen. Es kommt ja nichts bei rum hier. Jetzt lass mich alleine. Können wir den nicht irgendwie Würden überzeugen? Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Unterschreiben Sie, oder ich werde echt verrückt. Und was dann? Bist du nicht mehr mein Freund? Ah, es muss doch irgendwas geben, was funktioniert. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ich glaube, ich kann nicht. Hey, bist du in einem Verein? Guter Gott, nein! Diese Dinger sind grausame, geldsaugende Todesfallen. Da ist ein Lieferant oben mit einem Karton voll einfachen 8-Spurstücken für Sie. Er sagt, Sie müssen sie bezahlen. Ach, nicht schon wieder. Solange Sie nicht diese Rücktrittserklärung unterschreiben. Das war gerade ein bisschen zu einfach, aber es funktioniert. Danke, das war knapp. Nun, viel Glück. So, und jetzt, Dialogue Puzzles are hard. Na, ich fand, es ging sogar. Den unterschriebenen Vertrag, den schmeißen wir jetzt natürlich erstmal wieder ins Klo. Tut mir leid, aber oh. So, und nehmen den hier raus. Und dann können wir den nämlich, ich glaube, einfach... Mal gucken, wir probieren das mal aus, unterdessen. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir. Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Na, da habe ich schon so eine Idee. Aber das brauchen wir momentan noch nicht. Damit kann man Regen machen. Das ist eine Regenmaschine. Können wir nicht jetzt hier einfach den unterschriebenen Vertrag in den Briefkasten stecken? Ich glaube nicht, dass das ohne Briefmarke klappt. Oh nein, wir brauchen noch eine Briefmarke. Ach Gott, wir brauchen... Ist schlimm, ich nehme nachmittags auf und ich werde müde. Wir brauchen noch eine Briefmarke. Ich weiß ja auch, wo wir die bekommen, aber die Frage ist, wie? Das Wo ist ja nicht immer so schwierig, aber das Wie. Komm, geh mal hier hoch. So, und da kriegen wir eine Briefmarke. Hey, fass meine Marken nicht an. Ich will doch nur eine. Hier, komm, wir reden nochmal. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Vielleicht können wir ihn ja so lange überzeugen, bis er irgendwann abhaut. Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding. Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Ding. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Ich will doch nur eine. Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Ted ist im Garten, Hätte ist das Beste. Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbart, aber was du sagst, klingt besser. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Oh, der Hamster ist ja, der Hamsterkäfig ist ja offen. Friede sei mit dir. Können wir den mitnehmen? Ich weiß, das ist gemein, aber... Ach, jetzt weiß ich... Ich erinnere mich da an was. Und das ist echt gemein, aber es muss... sein. Das ist wirklich gemein.
tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Genau deswegen. Es tut mir leid. Das ist wirklich kalt. So, jetzt haben wir nämlich... nicht, er sieht böse aus. Ach, oh Gott, ich erinnere mich. Ich glaube, wir müssen ihn in der Zukunft rausholen und dann zurück in die Vergangenheit schicken. Immer diese Sachen mit der Zeit. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben noch Plastikkotze, Zaubertinte, Tipp-Ex. Moment, Zaubertinte, können wir die irgendwie... Ich renne kurz zum Chrono John. Da ist was im Chrono John. Das hätte ich vielleicht mal vorher probieren sollen. Irgendwas war mit dem... Ich probiere das... Ich benutze das Chrono John. Ja, genau. Das sollst du ja auch. Okay, das spart uns einiges an Zeit. Da hätte ich vielleicht echt mal früher drauf kommen sollen. So, jetzt wechseln wir mal zu Hoagie. Der hat es ja jetzt. Und das Gute ist, da muss man nicht immer hin und... Ah, ja. Ich habe mich da nämlich... Ich dachte nämlich, irgendwas war doch da. Da ging doch was. Hier hinten her... So, benutze Zaubertinte mit goldene Feder. Da ist schon Tinte drin. Hey, Finger da weg. Ach, hör auf, Jefferson. Kann ich hier nicht irgendwie mit Tipp-Ex? Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Doch, doch, doch. Ich erinnere mich, wir brauchen die... Ah, schön, jetzt geht das auch wesentlich schneller. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Nun, wenn es so ist... Na komm, explodier. Oh, ich böse. Mist. Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Ja klar, na logisch. Machen wir. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Die müssten ja hier drüben irgendwo liegen. Was? Bitte, wohin sind die denn? Moment, wo sind denn die Zähne hin? Warte mal, hier konnte ich ja irgendwie... So, genau. Nö, Rauchdetektor. Wo sind denn die Zähne bitte hin? Irgendwas war noch mit dem schwarzen Brett, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Prost. Ich glaube, bei ihr können wir hier nicht wirklich was machen, oder? Es ist mit dem Chrono John verbunden. Ich werde wohl ein längeres Kabel brauchen. Ah, okay. Also Laverne hängt hier im Endeffekt fest, glaube ich, weil ich probiere es einfach mal aus, wenn ich hier zurückgehe. Ich vermute, ich kann so nicht ins Haus gehen, richtig? Hallo, Herr Tentakeltyp. Und jetzt sagt... Es ist Zeit. Ja, okay, jetzt sind wir wieder hier oben. Das hilft uns momentan nicht weiter. Können wir denn mit... Wir reden mal mit Red Edison. Hey. Was gibt's diesmal? Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. Lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Okay, Öl, Essig und Gold? Moment. Öl? Ah, exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie.
Essig, da müssten wir die Weinflasche in die Zeitkapsel tun, weil, das wisst ihr ja bestimmt auch, wenn man Wein zu lange aufbewahrt, dann wird er zu Essig. Vielleicht können wir die ja einfach hier an Jefferson geben. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrabe sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Ja, die Frage... Hui! Hui! Er ist immer so grandios! Hui! Hui, toll! Aber jetzt, wie geht's denn jetzt weiter? Besser nicht, er sieht böse aus. Okay. Was haben wir denn noch? Eine Gabel, ein Trichter, Kaffee, Zettel, ein Textbuch? Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Ja, was auch immer. Können wir den Kaffee nicht an Hoagie geben? Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Ah, okay, stimmt, da war was. Das muss fest sein. Es darf nicht, es muss fest sein, deswegen frieren wir auch den Hamster ein. Was war hier drinne? Ach, hier war Tentacle, also Green. Es ist ziemlich klein. Es ist auch ein Mauseloch. Aber ich glaube, da gab es eine andere Lösung, wie man da... Ah nee, das war später für Laverne, glaube ich. Da konnte die hier die Zimmer wechseln. Ich erinnere mich. Sonst haben wir hier nichts mehr, oder? Da wachsen ja schon Pilze drin. Lecker. Das werde ich auf keinen Fall anfassen. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ah, wir müssen... Ups. Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid. Hier steht, dass das Konto leer ist. Okay, also wir müssen unbedingt die Briefmarke für den Vertrag organisieren. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. George. Ah, nein, Moment. So. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Manchmal ist er cool. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Wir sollten in die Vorschlagbox. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh, hier ist ein Vorschlag. Da steht, George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja. Es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Oh, niemand? Mein Gott. Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? You suck.
Ich weiß noch nicht mehr, wo war denn das jetzt? War das jetzt hier bei... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das muss in der Zukunft gewesen sein, nicht in der Gegenwart. Weil in der Gegenwart sieht es ja ein bisschen anders aus im Keller. So, Freunde, wir sind aber schon wieder am Ende angelangt. Ich würde sagen, für heute reicht es auch erstmal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Day of the Tentacle. Also bis zum nächsten Mal und ciao.